Freunde, ich zeige euch heute, wie ihr mit Tomatenblättern eure Kohlpflanzen gegen den Kohlweißling schützen könnt. Also ihr braucht Tomatenblätter, dann schneidet ihr die schön klein. Also einfach schön neben die Kohlpflanze schneiden. Und der Geruch dieser Tomatenblätter hält den Kohlweißling ab, eure Kohlpflanzen anzufliegen. Und da habt ihr endlich Ruhe. Ein Gemüseschutznetz kann aber trotzdem nicht schaden.